Hallo, guten Abend. Auch von meiner Seite nochmal frohes neues Jahr an alle. Danke für die Einladung. Freue mich, dass ich hier sein kann. Mein Name ist Julian Jauersch. Ich war, wie Benjamin gesagt hat, auch früher mal bei der digitalen Gesellschaft, habe das Projekt Deine Daten, Deine Rechte mitbegleitet. Kann ich auch hier nochmal ans Herz legen den Leuten. Es geht um die Datenschutzrechte, die wir als Bürgerinnen und Bürger in der EU mit der DSGVO bekommen haben. Heute aber geht es bei mir um Desinformation in der digitalen Öffentlichkeit. Ich bin jetzt bei der Stiftung Neue Verantwortung hier in Berlin. Ganz kurz dazu eine Einordnung für die, die uns nicht kennen. Wir sind ein Think Tank. Das ist der Slogan, den wir uns gegeben haben. Wir sind der Think Tank für die Gesellschaft im technologischen Wandel. Was das bedeutet, dass wir verschiedene Projekte haben, die alle in irgendeiner Weise mit Digitalisierung, mit technologischem Wandel zu tun haben. Von Kolleginnen und Kollegen von mir, die sich mit Cybersecurity auseinandersetzen, über ein Projekt zum Thema künstliche Intelligenz in der Außenpolitik, bis hin zu Themenbereich, in dem ich arbeite, da geht es um die digitale Öffentlichkeit. Wir gucken uns also an, wie sich Kommunikation, Informationen, vor allen Dingen auch Nachrichten in der digitalen Öffentlichkeit, im digitalen Raum wandeln, was das für Auswirkungen auf unseren persönlichen Diskurs, aber vor allen Dingen auch auf den demokratischen Diskurs hat. Der Schwerpunkt für heute ist ja Desinformation mit der Frage, wie wir mit Herausforderungen bisher umgegangen sind und wie wir das in Zukunft machen können. Dafür müssen wir aber erstmal klären, um was für Herausforderungen es überhaupt geht, wenn wir von Desinformation sprechen. Und die sind sowohl auf individueller Ebene zu finden, als auch auf gesamtgesellschaftliche Ebene. Also wenn ich in meiner individuellen politischen Willensbildung beeinflusst oder geschwächt werde durch falsche Informationen oder durch irreführende Informationen, behindert das eben mich persönlich. Das kann aber auch negative Auswirkungen haben auf unseren gesamtgesellschaftlichen demokratischen Diskurs und auch auf zum Beispiel solche Institutionen wie demokratische Wahlen. Das ist jetzt erstmal überhaupt gar nichts Neues, dass es Desinformation gibt. Das sagt dieses Zitat aus, muss ich jetzt nicht komplett wiederholen, aber das ist ein Zitat von einem Untersuchungsausschuss, der sich in Großbritannien explizit mit diesem Thema Desinformation auseinandergesetzt hat und der eigentlich im Prinzip sagt, Desinformation, Propaganda ist nichts Neues, kennen wir schon immer, kennen wir auch aus allen verschiedenen Medien. Aber in der digitalen Welt und mit digitalen Medien wie zum Beispiel Suchmaschinen, Videoportalen, sozialen Netzwerken wird Desinformation nicht unbedingt geschaffen, aber sie wird verstärkt. Und dadurch wird eben die Polarisierung in der Gesellschaft, die vielleicht auch ohnehin schon da ist, auch verstärkt. Das wurde übrigens auch nicht nur in Großbritannien so etabliert oder herausgefunden, sondern ganz ähnliche Analyse und Schlussfolgerungen gab es zum Beispiel auch in Deutschland, als die Bundesregierung hierzu einen ähnlichen Bericht herausgegeben hat, der ich glaube im Oktober 2019 rausgekommen ist. Dazu ist jetzt aber auch erstmal wichtig zu fragen, was Desinformation ist. Ich habe das kurz angedeutet, es geht um Irreführung, es geht um Falschnachrichten. Früher kursiert auch mal dieser Begriff Fake News, von dem uns etwas abgewandt haben. Desinformation bedeutet für mich Täuschung. Es ist Irreführung. Es bedeutet also, dass es nicht nur unbedingt eine Falschnachricht ist, sondern wirklich Täuschung. Und dafür gibt es das kann in ganz vielen verschiedenen Facetten auftauchen. Es gibt ganz viele verschiedene Arten davon. Ich habe jetzt hier nur mal ein paar Beispiele mitgebracht, um einfach ein bisschen zu illustrieren, was dahinter steckt oder was ich darunter verstehe. Es gibt einmal den ganz klassischen Fall der Falschnachricht. Auch das, wie gesagt, nichts Internetspezifisches. Was halt Internetspezifisch ist, ist die hohe Verbreitung und schnelle Verbreitung. Was ich hier mitgebracht habe, ist ein Beispiel aus einer Studie, die
mein Kollege Alexander Sengerlaub mit seinem Team vor der Bundestagswahl 2017 gemacht hat, wo er untersucht hat, was es alles für Desinformationen im Vorfeld der Bundestagswahl gegeben hat. Und das ist wirklich so eine ganz klassische Falschnachricht, dass Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, kostenlos einen Führerschein bekommen. Das ist einfach eine Lüge. Ist einfach, hat keine Basis in der Realität, hat sich aber rasend schnell erst auf so Nischen-Webseiten und dann aber auch in großen Netzwerken wie zum Beispiel Facebook verbreitet. Das ist aber nicht alles, was unter Desinformation zu verstehen ist, und das ist ein bisschen verkürzt gegriffen, wenn wir Desinformation nur auf Falschnachrichten reduzieren, sondern es geht zum Beispiel auch um Irreführung durch die Art der Verbreitung oder die Quellen, die es verbreiten. Hier habe ich ein Beispiel aus einer Studie mitgebracht, die sich in diesem Fall auf Großbritannien bezieht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was die Nachricht war. Es ist auch völlig irrelevant, was die Nachricht war. Was hier wichtig ist, ist, es wurde eine Botschaft gestreut, die auf ganz vielen verschiedenen Kanälen, in diesem Fall auf Facebook, veröffentlicht und verbreitet wurde, mit dem Anschein, dass das Leute teilen und eben, dass die eine Massenmeinung existiert zu genau diesem Phänomen. Aber hinter dieser Nachricht, und es gab diese ähnliche Nachricht noch in vielen anderen Kanälen, steht eine Handvoll von Leuten. Also es ist ein sehr kleines Netzwerk, die versucht, eine Grassroots-Bewegung, ein Aktivistennetzwerk oder eine Massenmeinung vorzutäuschen. Auch das ist Desinformation, selbst wenn die Nachricht an sich nicht hundertprozentig falsch ist. Und der letzte Punkt, was vielen vielleicht bekannt ist, ist, Desinformation kann auch daher rühren, dass Absender verschleiert werden oder Quellen verschleiert werden. Das sind Beispiele aus den USA, aus dem Bericht des Sonderermittlers Mueller, der sich mit der US-Wahl 2016 auseinandergesetzt hat. Diese beiden Beispiele sind Werbeanzeigen auf Facebook, die einmal für lockere Waffengesetze in den USA werben und einmal für eine schärfere Waffengesetzgebung. Wo man ja denken könnte, zwei verschiedene Organisationen, die dahinter stehen, auch Aktivistinnen und Aktivisten, die sich dafür engagieren. Aber dieses sind Anzeigen, die von russischen Organisatorinnen und Organisatoren geschaltet wurden, bezahlt wurden, mit dem klaren Ziel, weil es ja zwei völlig konträre Meinungen sind, einfach Polarisierung, die ohnehin schon in der Gesellschaft diesen kontroversen Themen da ist, anzuheizen. Zum Abschluss würde ich gerne, bevor wir vielleicht in die Diskussion einsteigen, nochmal kurz aufzeigen, was dagegen gemacht werden kann und wo vielleicht auch Grenzen sind. Zum nächsten Mal ist ein Verständnis der Problematik wichtig, und das habe ich versucht mit den Beispielen, die ich gerade gezeigt habe, anzudeuten. Es geht eben nicht nur um politische Wahlen, um Abstimmung, um Referenden, sei es jetzt die US-Wahl 2016, sei es das Brexit-Referendum, sondern es geht eben um den gesamten Prozess der politischen Willensbildung. Diese Beispiele, die ich gebracht habe, müssen nicht auf eine bestimmte Partei oder auf eine bestimmte Kandidatin oder Kandidaten abzielen, sondern sie dienen der Beeinflussung der politischen Willensbildung generell. Und ich glaube, das ist sehr wichtig zu beachten, dass man sich eben auch da nicht verkürzt auf nur Abstimmungen oder auf Wahlen. Und der zweite Punkt, der auch für mich unter diesem Überbegriff Verständnis der Problematik gehört, ist die Umstände, in denen wir uns im Internet informieren, Nachrichten austauschen, Meinung austauschen, dass diese Umstände berücksichtigt werden. Und da greife ich nochmal auf das Zitat zurück aus dem Untersuchungsausschuss in Großbritannien oder auch von der Ethikkommission ähnlich geäußert, dass wir einfach mit einem geänderten digitalen Nachrichteninformationsumfeld konfrontiert sind, das nach anderen Logiken funktioniert als ein analoges, traditionelles Medienumfeld. Wir haben es zu tun mit sozialen Netzwerken, Suchmaschinen, Videoportalen, digitalen Plattformen, die einer Aufmerksamkeitslogik folgen in den allermeisten Fällen. Und diese Aufmerksamkeitslogik begünstigt emotionalisierende, manchmal auch an der Grenze zum Illegalen befindliche Inhalte,
wie man das vielleicht sogar auch aus dem analogen und traditionellen Medienumfeld kennt, aber in einem neuen Ausmaß, mit neuen technologischen Möglichkeiten, eine Schnelligkeit und eine Reichweite zu erzielen, die wir vorher nicht kannten, und eine datenbasierte, zielgenaue Zuschneidung von Informationen, die wir ebenfalls nicht aus dem traditionellen und analogen Umfeld kennen. Und wenn man sich dieser Problematik oder dieser Grundlage bewusst ist, gibt es aus meiner Sicht ein paar Handlungsoptionen, auf die man zurückgreifen kann. Also zum einen ist diese Standardforderung, die vielleicht auch ein ganz guter Rückgriff auf den vorherigen Vortrag ist, dass es um Kompetenzen geht von uns als Nutzenden, wie wir mit Nachrichten, mit Werbung, mit Meinungsbeiträgen im Internet umgehen. Das ist sicherlich ein langfristiges Ziel, sollte aber aus meiner Sicht nicht unterschätzt werden. Der zweite Punkt, den ich kurz ansprechen möchte, ist die Unterstützung von Forschung und von Zivilgesellschaft. Aktuell ist es für Forschende, aber auch für zivilgesellschaftliche Akteure extrem schwierig, valide empirische Aussagen darüber zu treffen, wie Desinformation im Internet auf sozialen Netzwerken zum Beispiel sich verbreitet. Also was die Ausmaße sind, vielleicht sogar was die Wirkung ist, wer die Verursachenden sind, weil Plattformen sehr restriktiv mit ihren Daten umgehen. Für Werbetreibende ist es recht einfach, an unsere Daten zu kommen. Für Forschende, die sich beispielsweise mit Desinformation auf sozialen Netzwerken auseinandersetzen würden, ist das nicht der Fall. Das heißt, hier ist es wichtig, Transparenz zu schaffen. Und der letzte Punkt, wenn es um die Frage geht, ob vielleicht auch regulatorische Eingriffe eine Lösung sein könnten, bin ich der Meinung, dass eine Aufsicht in diesem Bereich verbessert werden könnte. Es gibt aktuell verschiedene Behörden, die auf verschiedene Aspekte der zum Beispiel sozialen Netzwerke oder Suchmaschinen eingehen. Das könnte verbessert werden. Ich kann gerne im Anschluss, falls da ein Interesse besteht, noch detaillierter was zu sagen. Möchte aber hier noch den zweiten Punkt kurz hervorheben. Bisher war nämlich der Umgang mit Desinformationen und vor allen Dingen auch mit illegalen Inhalten im Internet, diese einfach zu löschen. Das Beispiel, was in dieser Runde sicherlich bekannt ist, ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das NetzDG, wo es darum geht, rechtswidrige Inhalte von den Plattformen zu entfernen. Was auch, glaube ich, keiner abstreitet, dass das eine sinnvolle Sache ist, dass man natürlich, wenn man den Holocaust nicht im analogen Leben leugnen darf, dann sollte man das bei Facebook auch nicht tun dürfen. Aber wenn das eben der einzige regulatorische Eingriff ist und es bei dieser Inhaltelöschung aber bleibt, aber nicht die darunterliegenden grundlegenden Strukturen der Aufmerksamkeitslogik getriebenen Unternehmen, die ich eben kurz skizziert habe, angegangen werden, greift das aus meiner Sicht zu kurz. Das heißt, Regulierung sollte sich nicht nur auf die Inhalte allein und auf die Inhaltelöschung konzentrieren. Das habe ich hier nochmal zusammengefasst. Und die beiden oberen Punkte fassen nochmal kurz zusammen, was ich eingangs gesagt habe. Also Desinformation ist nicht nur die Falschnachricht, es geht auch um den Kontext, es geht um die Verbreitungswege. Und das Ziel von Desinformation ist es nicht einzig und allein eine Wahl zu beeinflussen oder die Stimme von einer Person, von der einen Partei auf die andere zu schieben, sondern es geht darum, die Polarisierung in der Gesellschaft zu verstärken und ein Misstrauen untereinander herzustellen. Und dem nochmal ist meiner Meinung nach nicht beizukommen, wenn wir uns allein auf die Inhalte fokussieren, sondern wir müssen diese grundlegenden Strukturen des Nachrichtenumfelds im Internet angehen. Damit schließe ich. Ich freue mich sehr auf Fragen, falls ich Auskunft geben kann, oder auch auf Kritikpunkte und Feedback jederzeit gerne. Benjamin, das machst du wieder, nehme ich an? Ja. Achso, es war halt. Also, wer hat Fragen? Ich sehe hier vorne ist eine Frage, du hast aber vorhin schon mal eine Frage gestellt. Gibt es noch jemanden, der eine Frage hat und noch keine Frage gestellt hat? Nee, dann fangen wir hier vorne an.
Ja, es gibt ja den Spruch, jeder Krieg beginnt mit einer Lüge. Und also so war das zum Beispiel dann auch mit der Vorbereitung des Überfalls auf Polen seitens Nazi-Deutschlands. Das war ein hochgradiges Fake. Also da wurden halt deutsche Soldaten in polnische Uniformen gesteckt, die dann angeblich auf deutsche Truppen geschossen haben, und das wurde verbreitet. Die Nazis hatten übrigens auch eine Gerüchteforschung. Die verbreiteten ein Gerücht und guckten dann, wie schnell das beispielsweise von Berlin bis nach Nürnberg oder umgekehrt kam. Und jetzt nicht ganz weit historisch zurückgegriffen, zum Beispiel auch der Golfkrieg unter Bush Senior begann ja auch damit, dass angeblich Soldaten seitens Saddam Hussein, aus dem Irak bei dem Überfall dann diese Soldaten aus, also in Kuwait, Kinder getötet hätten, aus Brutkästen herausgerissen haben. Und das ging ja dann, 2003 war wieder diese Lüge, dass dort halt immer noch Massenvernichtungswaffen waren, obwohl die bereits in dem Krieg ja zerstört wurden, und dafür wurde er ja auch letztendlich gemacht, ne? Und das zeigt aber doch auf, dass das, was Zivilgesellschaft bedeutet, eigentlich auch nur ein Teil oder Wurmfortsatz dieser Kriegsgesellschaft ist, weil nach wie vor wüten Kriege, und jetzt geht es im Irak wieder weiter und gegen den Iran. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, wie wir tatsächlich ganz gezielt gegen diese Kriegsgesellschaft und den militärindustriellen Komplex vorgehen können, weil nur so kommen wir ja auch weiter. Soll ich direkt beantworten oder willst du erstmal sammeln? Oder? Okay. Also die Frage führt, finde ich, jetzt auch weiter als über den Bereich Desinformation hinaus, aber wenn ich das so verstehe, dass eben Desinformation oder die einzelne Falschnachricht, die Lüge, sei es jetzt um einen Krieg zu beginnen oder was auch immer, dass das nur ein Symptom von größeren strukturellen gesellschaftlichen Herausforderungen ist, würde ich ihm zustimmen. Also das sehe ich ähnlich, dass wir, wenn wir beispielsweise Falschnachrichten angehen wollen oder Desinformation angehen wollen, dass wir damit uns nicht verschleiern sollten, dass wir darunter liegende grundlegende Probleme haben. Also um nochmal bei dem Beispiel von eben zu bleiben, mit dem angeblich kostenlosen Führerschein für Flüchtlinge, was ja ganz eindeutig darauf abzielt, irgendwie migrationskritische Leute auf den Plan zu rufen. Genau, das wollte ich ja gerade sagen. Genau, also diese Falschnachricht würde nicht funktionieren, wenn es nicht ohnehin schon eine gesellschaftliche Kontroverse oder Debatte zu diesem Thema gebe. Genau. Gibt es noch weitere Fragen? Genau. Magst du noch mal den Punkt mit der stärkeren Aufsicht erläutern? Ja. Das ist ja sicherlich ein super sinnvoller Ansatz, aber halt die Frage, wie kann man verhindern, dass das zur Zensurbehörde wird? Ja, gerne, absolut. Also das ist halt bei diesem Thema Desinformation und Desinformation, Falschnachrichten, ist halt so die große Sorge bei Regulierung, dass man über die Stränge schlägt und eigentlich die unbeabsichtigte Nebenwirkung hat, dass Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Und das ist auch genau der Grund, warum ich dafür plädiere, sich nicht auf die Inhalte zu konzentrieren, sondern auf die Prozesse und auf die Logik, mit der die Unternehmen funktionieren. Denn dann muss ich mir nicht angucken, und dann brauche ich kein Unternehmen oder auch im besten Fall noch nicht mal ein Gericht, was entscheidet, ist diese Nachricht, dieser Post, diese Werbeanzeige, ist die jetzt irgendwie grundrechtskonform oder nicht, sondern wenn ich die Prozesse der Unternehmen, beispielsweise die Art und Weise, wie der Newsfeed bei Facebook funktioniert, die Art und Weise, wie die Empfehlungsalgorithmen bei YouTube funktionieren, wenn dadurch eben die Verbreitung von potenziell schädlichen, nicht mal illegalen, aber potenziell schädlichen Inhalten verbreitet würde, fände ich das schon einen ersten Schritt. Ein weiterer Punkt, um sich nicht auf Inhalte, sondern Prozesse zu konzentrieren, wäre
für Transparenz zu sorgen. Transparenz zum Beispiel für Aufsichtsbehörden, zum Beispiel für Forschungseinrichtungen, zum Beispiel für zivilgesellschaftliche Akteure, Organisationen, um zu überprüfen, ob die Maßnahmen, die die Unternehmen gegen Desinformation einsetzen, und das tun sie, das muss man ihnen noch lassen, ob die so stimmen. Denn aktuell verlassen wir uns auf die Transparenzberichte und die Blogposts und Aussagen der Unternehmen, wenn sie uns sagen, wir haben diese und diese Maßnahmen gegen Desinformation ergriffen, wir haben so und so viele Posts gelöscht. Das ist nicht zu überprüfen. Und da für Transparenz zu sorgen, wäre für mich auch ein Schritt zu sagen, das hat nichts mit einer möglichen Einschränkung von Meinungsfreiheit zu tun. Das würde einfach dafür sorgen, dass Unternehmen, die einen Einfluss darauf haben, wie Leute sich ihre Meinung bilden, auch unter einer gewissen Kontrolle stehen. Genau, wir haben hier noch eine Frage. Ja, zum letzten Punkt, wie beurteilst du denn also in den neuen Medienstaatsvertrag, der gerade am Machen ist, wird ja auch genau im Endeffekt genau das gefordert von den Unternehmen, die einerseits selber Medien hosten, aber halt eben auch zur Verbreitung von Medien genutzt werden können. Hast du dir das angeschaut? Wie beurteilst du da die genaue Formulierung in dem Medienstaatsvertrag oder im neuen Medienstaatsvertrag? Ja, danke auch für die Frage. Der Medienstaatsvertrag, für die, die das jetzt nicht gehört haben, das ist ein Entwurf für die Regulierung von privatem Rundfunk, öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Telemedien, also Internetmedien in Deutschland. Und zum ersten Mal in diesem neuen Entwurf, der aus dem Rundfunkstaatsvertrag einen Medienstaatsvertrag machen soll, sind jetzt zum ersten Mal auch solche Unternehmen wie Facebook und Google mit YouTube und Twitter einbegriffen unter dem Schlagwort Medienintermediäre. Und die Idee dahinter ist, dass die Landesmedienanstalten, die in Deutschland für die Aufsicht für Rundfunk und Telemedien zuständig sind, dass die auch für diese Unternehmen eine Befugnis bekommen. Ich halte das, wie ich ja eben gesagt habe, ich halte grundsätzlich eine Aufsicht über diese Unternehmen für sinnvoll und muss auch sagen, dass dieser Schritt, den Deutschland oder die deutschen Länder vor allen Dingen da gegangen sind, sich erstmals so eine eigene Aufsichtskompetenz zu geben, ist, glaube ich, schon ein mutiger Schritt. Ich bin mir jetzt einfach nicht sicher, weil es ja nur noch Entwurf ist und der noch nicht umgesetzt ist, inwieweit das wirklich machbar ist und umsetzbar ist. Die Landesmedienanstalten haben halt eine sehr gute Geschichte darin, im Fernsehen und Radio zu überwachen, zu beaufsichtigen. Ich würde halt sagen, dass Facebook, Twitter, YouTube nach anderen Logiken funktionieren als ein privater Radiosender oder ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender. Und ob da die Landesmedienanstalten jetzt schon darauf vorbereitet sind, das zu machen, finde ich, muss ich halt erst noch zeigen. Ich hoffe, das beantwortet jetzt schon mal grob die Frage. Alles klar. Genau, da ist noch eine Frage und dann schließen wir, glaube ich, langsam die Fragerunde. Es ist nur kurze jetzt, nur zum Netzberichtssitzungsgesetz. Ohne Mikrofon macht es keinen Sinn. Wäre sowas wie Mimikama nicht eine Alternative? Sagt dir das was? Ja, Mimikama, damit meinst du jetzt diese Faktencheck-Website, genau. Also das ist eine von den ja mittlerweile doch einigen Fakten Checker, Webseiten, Redaktionen, die es in Deutschland gibt, die gibt es auch in anderen europäischen Ländern. Aus meiner Sicht sind Faktenchecks extrem hilfreich. Das ist eine sehr wichtige journalistische Aufgabe, die mir als Mediennutzer extrem hilft. Ich bin aber der Meinung, dass wir diese Thematik Desinformation oder die Problematik der weiten Verbreitung von falschen oder irreführenden Nachrichten, die können wir nicht eine Handvoll Journalistinnen und Journalisten überlassen. Das kann einfach nicht unsere Lösung sein, zu sagen, wir verlassen uns jetzt auf Faktencheck oder wir lassen Facebook nochmal ein paar Gelder losmachen, um mit möglichen Redaktionen oder Faktencheckern zusammenzuarbeiten. Weil das aus meiner Sicht, wenn das die alleinige Lösung ist, wäre das aus meiner Sicht ein wirklich die Symptombekämpfung.
die aber nicht die dahinterliegenden, grundlegenden Herausforderungen, die mit diesen Netzwerken und Plattformen einhergehen, tatsächlich angeht. Genau. Ich würde sagen, wir belassen es dabei. Auch naja, eine Frage haben wir noch. Dann. So wie ich das verstanden habe, bedeutet das ja, dass man letztlich ein Ministerium, ein Wahrheitsministerium braucht oder jemand, der definiert, was ist dann überhaupt richtig, damit ja der einzelne Mensch nicht mehr darüber nachdenken muss aufgrund der Flut der Informationen, die er im Internet bekommt, sondern ich brauche jemanden, der definiert, das ist richtig für die Leute und das sind Fake News. Verstehe ich das richtig? Nein, nein. Also falls das bei mir so rübergekommen ist, das ist definitiv nicht das, was ich mit Aufsicht meine. Das ist genau diese Thematik Meinungsfreiheit versus Zensur, die auch eben schon mal angesprochen wurde, wo ich finde, dass wir extrem vorsichtig sein müssen, dass eben genau sowas nicht etabliert wird. Das ist so eine Art dieser Albtraum eines staatlichen Ministeriums, was bestimmt, das ist jetzt die Wahrheit und das nicht. Nee, ich sage nicht Aufsicht dazu. Also du sagst nicht Wahrheitsministerium, sondern Aufsicht. Und ich glaube, dass der ganze Spin, den du hier vertrittst, total gefährlich ist. Ich glaube, eine freie Gesellschaft braucht den Diskurs von verschiedenen Positionen. Und was als Desinformation definiert worden ist. Entschuldigung, wir sind jetzt auf dem Gelände von Ost-Berlin. Also ich bin so alt, dass ich mich erinnere, dass es staatsfeindliche Hetze und Definitionen in der DDR deutlich gab. Und ich glaube, dass bei allem guten Willen, den ich dir unterstelle, im Moment diesen Spin, den du der Sache gibst, brandgefährlich ist. Danke, dass du mir auf jeden Fall unterstellst, dass ich das nicht machen will. Ja, okay. Also ich spreche von Aufsicht, ja. Ich spreche in keiner Weise von Aufsicht über Inhalte. Und das ist ja genau das, was mit Wahrheitsministerium unter diesem Begriff Wahrheitsministerium immer gefahren wird, dass halt es irgendwie eine Stelle gibt, die sagt, das darfst du sagen, das darfst du nicht sagen. Das meine ich überhaupt nicht. Die Aufsicht, die ich meinte, ich wiederhole es nochmal oder versuche es vielleicht nochmal verständlich zu machen, die Aufsicht betrifft nicht den einzelnen Post, das einzelne Video auf YouTube. Die Aufsicht betrifft die Art und Weise, wie Unternehmen funktionieren. Und die Unternehmen funktionieren in der aktuellen Art und Weise so, dass Desinformation, dass schädliche Inhalte, die beispielsweise Leute dazu verleiten, das ist genau die Frage. Aber diese Frage wird nicht von einer wie auch immer gearteten Aufsicht definiert. Nein, das muss ein Aushandlungsprozess, der sowieso zivilgesellschaftlich und gesellschaftlich stattfindet, aber das muss nicht Aufgabe eines Ministeriums, einer Behörde, einer Aufsichtsbehörde sein. Die Aufsichtsbehörde oder wie auch immer geartete Stelle muss sich nicht angucken, welche Inhalte schädlich sind oder nicht. Sie muss sich angucken, wie die Prozesse und die Strukturen bei den Unternehmen funktionieren, beispielsweise Inhalte auszuspielen. Also ich möchte auch nur ganz kurz noch eine Sache, also die bitte wirklich nicht verstehen, also dieser freie Inhalt, der freie Austausch von Meinungen ist nicht das, worum es hier geht. Es geht darum, dass genau dieser freie Austausch von Meinungen geschädigt wird dadurch, dass Leute zu Wort kommen oder eine Massenmeinung kolportieren, die so nicht existiert. Und dadurch werden genauso Minderheiten in ihrer Ausdrucksmöglichkeit im Internet gehindert, wie wenn du jedem die Freiheit gibst, auch potenziell illegale Sachen zu sagen. Und ich würde noch eine letzte ganz kurz, auch das kann ich kurz noch sagen, ganz kurz eine Sache noch, die Thematik ist ja jetzt dennoch auch diese dunkle Wolke, diesen Albtraum von einem Wahlministerium kann ich völlig nachvollziehen, dass es keine staatliche Stelle geben kann, soll, darf, die definiert, was war und was falsch. Die Problematik nur, wir haben das jetzt auch und es macht halt ein Unternehmen. Facebook entscheidet, YouTube entscheidet, was auf der Plattform bleibt und was nicht. Und die Terms of Services, die sich YouTube und Facebook und andere Unternehmen geben,
sind dann vielleicht kein Wahlministerium, weil es keine staatliche Stelle ist, aber es ist einfach ein Privatunternehmen, das entscheidet, diese Inhalte sind auf unserer Plattform okay und diese nicht. Ja, genau. Und das ist ja genau der Punkt, wo ich sagen würde, genau diese Definition, genau diese Art und Weise, wie das Unternehmen definiert, was auf der Plattform ist und was nicht, wie es damit umgeht, welche Meinungen, Posts gelöscht werden, welche nicht, das sind genau die Punkte, an denen ich finde, dass eine Aufsicht sinnvoll wäre. Dass man es eben gerade nicht einzig und allein den Unternehmen überlässt, zu entscheiden, das ist der Inhalt, den ich will und so gehe ich damit um, wenn ich nicht will, dass dieser Inhalt da ist. Das zu beaufsichtigen, dafür einen Rahmen zu geben, das ist der Ansatz, den ich meinte. Ich meinte nicht, dass es ein Ministerium oder eine Aufsicht gibt, die bestimmt dieser Inhalt ja, dieser Inhalt gut, dieser Inhalt böse. So, eine letzte Frage machen wir noch. Bitte ein Hinweis. Fragen bitte als Fragen und nicht als Zwischenrufe. Wir machen jetzt noch eine letzte Frage und dann glaube ich, ist auch spät genug. Okay, wenn man jetzt über so eine Aufsicht redet und jetzt mal sich nicht an Facebook und anderen Dingen orientiert, sondern darüber nachdenkt, dass ja die Bild auch eine Online-Plattform hat und auch sehr viel User-Generated Content besitzt. Denkst du, dass so eine Aufsicht Sinn macht, wenn man über einen Konzern redet wie Axel Springer? Und würden Sie sich das gefallen lassen in irgendeiner Form? Entschuldigung, würde Axel Springer sich das gefallen lassen, meinst du? Also ich glaube generell bei Regulierung, sei es jetzt Axel Springer oder Facebook oder Twitter oder wer auch immer, ist immer schwierig. Also gefallen lassen wird sich das, glaube ich, keiner, weil es natürlich im Endeffekt an das Geschäftsmodell der Unternehmen herangeht, Werbung zu verkaufen. Die verkauft sich nun mal besser, wenn man viele Leute auf den Plattformen hat, die durch ja, stark emotionalisierte oder teils eben auch irreführende Inhalte bespielt werden. Aber die Bild-Zeitung befindet sich ja jetzt auch in gewisser Weise schon unter einem zumindest selbstregulatorischen, unter einer selbstregulatorischen Aufsicht in Form des Presserats. Da kann man sich natürlich drüber streiten, wie ausgefeilt und stark das ist. Aber de facto haben wir eben für Printprodukte in Deutschland zumindest die selbstregulatorische Aufsicht, die im digitalen Bereich eben fehlt. Alles klar. Ich würde sagen, dabei belassen wir es für heute Abend. Julian, sag noch kurz, wie geht's weiter? Wo werden diese Fragen weiter diskutiert? Wie forscht ihr daran weiter? Wir, also zu diesem Überblick, den ich jetzt hier auch kurz gezielt habe, haben wir bereits ein Papier veröffentlicht, das für alle frei verfügbar ist auf unserer Website. Ich freue mich jederzeit auf Kritik und Feedback. Hier sind die Kontaktdaten und ich habe mich jetzt auf einen kleineren Bereich erstmal fokussiert, im Wissen, dass das nicht die große Thematik der Desinformation angeht und dass es bezahlte politische Werbung im Internet, das jetzt sowohl in der US-Wahl 2016, aber auch gerade in der vergangenen Wahl in Großbritannien im Dezember ein sehr großes Thema war und in Deutschland völlig unreguliert ist und ich mir daher Gedanken darüber mache, wie man in diesem Feld möglicherweise Regulierung etablieren kann. Auch hier jederzeit gerne für den Austausch bereit, Fragen, Kommentare, Hinweise. Alles klar, dann verabschieden wir dich, Julian. Dankeschön. Dankeschön. So, dann haben wir es auch für heute geschafft. Danke euch für die Ausdauer, für die gute Diskussion. Wir sehen uns wieder am 4.2., das ist der erste Dienstag im Februar, zum Netzpolitischen Abend. Kommt gut durch den Januar und denkt dran, die Arbeit der digitalen Gesellschaft ist nicht umsonst. Ja, neben dem Netzpolitischen Abend hier machen wir noch andere Sachen. Zum Beispiel gibt es ja gerade einen neuen Gesetzentwurf aus dem Justizministerium zur Hasskriminalität, mit dem wir uns beschäftigen, wo wir gerade ein Bündnis schmieden. Ja, diese ganze Arbeit wird im Büro gemacht von Elke und Elisabeth. Dafür brauchen wir Spenden und Fördermitglieder, über die wir uns jederzeit freuen. Schönen Abend noch. Ciao.